23. Mittweidaer Altstadtfest. Am 3. Augustwochenende feierte Mittweida traditionell sein Altstadtfest. Vom Freitag bis Sonntag glich der Stadtkern einem riesigen Festgelände. Tausende von Besuchern bevölkerten das Areal. Und die ersten von ihnen waren schon am Freitagabend bei der Eröffnung im Festzelt dabei. Mit Pauken und Trompeten gab das Fanfaren- und Trompetenchor Zschopautal den musikalischen Startschuss. Ebenso traditionell eröffnete Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber die 23. Ausgabe des Altstadtfestes. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zum 23. Altstadtfest 2017 hier in unserem Festzelt. Er begrüßte die Gäste aus den Partnerstädten und betonte den Paradigmenwechsel in Sachen Kultur. Sie haben es vielleicht im Programm gesehen. Wir haben insbesondere in diesem Jahr Künstler aus Mittweida und der Region eingeladen. Das heißt für mich, es ist ein Fest für uns, aus unserer Region heraus. Also wir feiern gemeinsam unser Altstadtfest 2017. Bevor er in Sachen Bierfassanstich zur Tat schritt, ging Moderator Stefan Bayer mit ihm eine Wette ein. Herr Schreiber, Folgendes: Wenn Sie mehr als 2 Schläge brauchen, ja, dann legen Sie nächstes Jahr ein Fass drauf. Wenn Sie weniger als 2 Schläge brauchen, dann geht das nächste Fass nächstes Jahr auf mich. Okay. Ist ein Deal, oder? Ja? Ich bin dafür, kriegt der Applaus. Wer Mittweidas Oberbürgermeister kennt, weiß, dass er gern etwas für seine Stadt hinzugewinnt. Ein Schlag und der Hahn im Fass war dienstbereit. Pech für Moderator Stefan Bayer. Somit dürfte es dann 2018 2 Fässer Freibier geben. Auf der Bühne im Bürgercarré rockte derweil mit den Four Blinds aus Chemnitz eine Band, die in Mittweida ihre Wurzeln hat. Die 5 Jungs hatten vor allem eigene Songs und ein paar Cover auf der Setlist. Im Festzelt kamen ab 20 Uhr die Freunde der 80er Musik voll auf ihre Kosten. Blind Passenger in der Besetzung mit Nike Page und Hedy Sparks sowie als Special Guest und Co-Sänger Mr. New Wave Nigel Wheeler spielten unterhaltsamen Synthie-Pop mit Wave-Covern aus den 80ern. Titel: Tainted Love, Being Boiled, Living on Video und dem Goldenen Reiter liefen in Mittweida erstmalig live. Sie erscheinen auch auf dem kommenden 2. Zeitsprung-Album. Der musikalische Hauptakt im Festzelt am Freitag waren Almost Dead. Die Rock-Coverband hatte wie immer beim Altstadtfest Heimspiel. Einst ließen sie die Wände im Bürgercarré erzittern, 2017 war der Markt dran, die Mittweida feierten die Musiker und ihre Cover. Knapp 12.500 Gäste konnte Mittweida laut dem städtischen Sport- und Kulturbetrieb zum 23. Altstadtfest begrüßen. Beswingtes Mittweida. Das inzwischen bekannte Motto war vor allem auf der historischen Meile in der Weberstraße zu spüren. Dort wurden die Besucher in die Zeit der 1920er und 1950er Jahre versetzt. Die Besucher konnten hier einen historischen Handwerkermarkt erleben. Ein wenig Magie durfte nicht fehlen. Das große Kinderland in der Frohengasse, vom Kinderschminken über Animationskunst, Fahrradparcours, Clownerie und Musik aus dem Leierkasten, reichte das Angebot auf der Kindermeile. Auch das Festzelt auf dem Markt war gut frequentiert. Hier wurde auf 2 Bühnen abwechselnd Programm geboten. Am Sonnabendnachmittag gab es vor dem Phil Collins Cover Musik und Comedy mit Remi Demi. Gegenüber vom Festzelt befand sich der Stand des Sächsischen Landfrauenverbandes. Seit Jahren bereichern die Vereine mit ihren Ständen und Einlagen das Altstadtfest in Mittweida, auch der SV Germania. Am meisten präsent der Mittelsächsische Kultursommer. Auf seiner Bühne gaben Sänger, Tänzer und Artisten Einblicke in eine längst vergangene Zeit. Natürlich durfte das traditionelle Theaterstück nicht fehlen. Es wurde von den Mittweida Mimen dargeboten. Unter dem Titel Besters Kaufhaus
ein kleinstädtischer Mikrokosmos, wurde der dritte Teil des traditionsreichen Kaufhauses am Markt humorvoll präsentiert. Neben dem historischen Abriss aus dem Mittweida des frühen 20. Jahrhunderts enthielt das Stück auch augenzwinkernd Bezüge zur Gegenwart und Kritik an der modernen Konsumgesellschaft. Das Interesse daran und der Besucheransturm waren groß. Die zahlreichen Stände und Händler auf dem Festgelände luden zum Schlendern ein. Bei den Gastronomen und Händlern kam jeder auch kulinarisch auf seine Kosten. Egal ob kalt oder warm, süß oder herzhaft, für jeden ist etwas dabei. Mit insgesamt 73 Schaustellern auf dem gesamten Festgelände wurde eine breite Palette an Produkten, Dienstleistungen und Handwerk aus der Region vorgestellt. Das Festmotto des Altstadtfestes rundete die Oldtimer-Parade am Sonntag ab. Mehr als 100 Fahrzeuge absolvierten die Wegstrecke von der Bahnhofstraße und den Technikumplatz über die Rochlitzer Straße und den Markt bis hin zum Kreisverkehr an der Weberstraße. Gut 30 Minuten rollten sie durch Mittweidas Altstadt. Nicht nur mit dem Teilnehmerrekord, sondern auch mit dem Fest waren die Veranstalter sehr zufrieden. Das bunte Treiben und das Programm auf den 7 Bühnen hielten noch den einen oder anderen Leckerbissen parat. Wer es verpasst hat, kein Problem. Am 3. August-Wochenende 2018 gibt's die 24. Auflage des Mittweidaer Altstadtfestes.